Recht herzlich willkommen zur 37. Folge von Factorio. Ja, wir waren letztes Mal unterwegs und haben hier die Motorenbestandteile gemacht und werden uns immer noch am Fragen, ne, wofür sind die Eisenstangen? Da sollten wir vielleicht mal gerade reingucken. Hierfür brauchen wir die nirgendwo, ne? Brauchen wir die irgendwo für? Da brauchen wir irgendwo Eisenstangen für. Ich glaube nicht wirklich. Oder wofür brauchen wir die Eisenstangen? Ich weiß es nicht mehr. Gucken wir weiter. Wofür waren die Eisenstangen? Gute Frage. Da. Scheinwerfer, aber die haben wir noch nicht gebaut. Da muss es hier alten. Aha, die Dingen sind für Schienen sind die. Da haben wir sie gebraucht. Aber okay, wir brauchen sie hier eher für. Stahlträger haben wir 0 von 30. Hatten wir nicht. Achso, die haben wir da, glaube ich, reingetan irgendwo, ne? Genau, da haben wir sie reingetan. Stellt sich die Frage, haben wir schon irgendwelche Motoren eingesammelt? 2, okay. Gut, dann läuft das ja schon mal. Für wie viel einen Stahlträger brauchen wir dafür? Okay, das würde bedeuten, nehmen wir die mal weg. Und die auch. Dann haben wir 30. Ja, dann brauchen wir nur noch die. Oh, 20 Stück brauchen wir für Ballungsmotoren. Oh, wieso kam ich auf 8? Das habe ich jetzt irgendwie falsch verstanden, oder was? Ah, hier braucht man 8 mal. Nee. Naja, da müssen wir mal gucken. Stahlträger müssten aber auch produziert werden irgendwo, oder? Da gucken wir lieber nochmal hier in die Kiste, ob da schon was dran ist. Die Stangen sind genug gemacht worden. Ich glaube, dann können wir die auch umändern. Wir machen da keine Stangen mehr raus, sondern wir machen da Stahlträger erstmal eine Weile raus. Wo waren denn die Stahlträger jetzt? Ist ja schon wieder sehen da. Achso, die werden woanders gemacht. Auf jeden Fall nicht hier, oder? Achso, das sind 3 Öfen, die da stehen. Komm, wir machen hier noch ein paar Tränke, oder? In irgendeinem Ofen müssen wir also diese Stahlträger machen. Da werden sie doch gemacht, ich habe ihn doch gesehen. Also dann ist ja alles gut, wenn die da gemacht werden. Dann müssten wir die nur irgendwo einsammeln, ne? Wird das hier passieren? 6 Stück sind da. 5. Ist die Frage, ob hier irgendwo was vorbeikommt, dass der es einsammeln kann, ne? Ich sehe jetzt hier keinen Stahlträger unterwegs. Oder, ne, das ist eine Stange. Da unten laufen auch keine dran vorbei gerade. Weiß ich auch nicht, wo jetzt Stahlträger hier sind. Wir produzieren welche, aber ist nur die Frage, wo, ne? Ja, da eigentlich. Aber warum wird da nicht jetzt produziert? Achso, da kann ich noch. Achso, das waren mehrere für ein. Nee, oder? Ah, jetzt wird einer gemacht. 5 Teile, 5 mal Eisen für einen Stahlträger. Wetten? Ja. Der wurde jetzt abgelegt, läuft hier unten lang. Jetzt müssen wir gerade gucken, wo er hingeht, ne? Läuft hier noch lang? Wo geht der Stahlträger hin? Hier ist er.
Läuft da gerade vorbei. Kommt hier rum und geht dann gerade durch. Kommt hier vorbei. Sollte hier eigentlich angenommen werden, ne? Macht er aber nicht. Warum hat er keinen Stahlträger genommen? Rohr fehlt uns auch noch. Rohr, kann der dann Rohr herstellen? Wo sind die Rohre? Da, der kann Rohre herstellen. Dann ist das ab jetzt sein Job. Warum hat er jetzt keine Stahlträger genommen? Gute Frage, ne? Der lief da vorbei, da kommt er wieder. Weiß nicht, ob es der gleiche ist oder ein anderer, aber der hätte den nehmen müssen. Da unten ist auch noch was. Ein Stahlträger. Schon eigenartig, ne? Gut, wir gucken gerade mal hier in die Kiste. Da befinden sich 9 Motoren noch drin. Also mal 11. Wir brauchten 20, ne, oder? Für eine Eisenbahn zu bauen. Ja. Kamen da jetzt noch welche vorbei? Nee. Die Stahlträger kommen da gerade vorbei, ne? Das würde bedeuten, die Stahlträger nehmen wir nicht aus dem Repertoire raus. Eisenstangen, lass mal sammeln noch. Alles gut. Es wird hier gerade keine Forschung gemacht, weil grüne Tränke alle sind. Wo werden grüne Tränke gemacht? Hier. Und der kann nicht ablegen, weil das Band da oben voll ist und shit. Ja, das ist viel zu viel, ne? Das ist nicht gut. Das Band ist zu voll und es sind vor allem Dingens drauf. Wie heißt es? Förderbänder. Ist die Frage, wo werden die produziert, ne? Zahnräder, Getränke, Kupfer, Zahnräder, Elektroteile, Elektroteile, Munition, grüne Tränke, können da auch nicht abgelegt werden, auch schade, ne? Dann weiß ich gar nicht mehr, wo das herkommt, ha? Wo kommen die Förderbänder bitte schön weg? Da waren wir überall. Hier hatten wir schon geguckt. Sind so viele drin, dass die da rumlaufen? Gut, das bedeutet, wir machen hier mal noch Förderbänder weg. So, jetzt hat er erstmal genug zu tun, ne? Wahrscheinlich geht da gleich nichts mehr. Kupferplatten brauchen wir alle. Okay. Aber es laufen jetzt auch tatsächlich wieder 3 von den, sag schon. Ja, da sind keine Stangen mehr drin. Pack's rein, egal. Obwohl ich sie nicht alle reinstecken möchte, aber wir brauchen ja noch die 30 dann, ne? Um den Zug herzustellen. Er packt wie bekloppt die Förderbänder hier runter. Na, ist auch okay so. Ich glaube, wir nehmen mal die Munition mit hier, ne? Die können wir mal in unseren Türmen nachladen. Wenn ich jetzt wüsste, wo sie sind, ne? Hier sind auf jeden Fall Einheiten. Die schmeißen wir da rein. Die auch. Und dann sind wir sie schon los. Interessant, ne?
Sind da noch mehr Munition? Ja, noch reichlich. Schuss ohne Ende. Dahin. Okay, da können wir noch was nachlegen. So, hier ist dann gesichert wieder. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier oben war nochmal ein Turm irgendwo. Da? Nee. Aber hier war doch irgendwo auch. Da kann ich nicht rüberlaufen. War da doch keiner? Ich dachte, hier wären irgendwo Schussanlagen. Nein, ist nicht. Das stottert so vor sich hin, ne? Laserturm, okay. Aber der ist bald kaputt, ne? Kann man den auch reparieren? Schaden, 20 Laser, Reichweite 1000, Feuergeschwindigkeit 3 Sekunden, okay. Ja. Ist dann jetzt die Frage, ne? Hier ist alles okay. Ist hier noch irgendwo was zum Schießen? Nein. Die produzieren gerade gar nicht mehr, sehe ich. Das ist nicht gut, ne? Okay, jetzt haben wir einen da, aber dieser hier ist schon mal über. Können wir alles abbauen hier. Brauchen wir nicht mehr. So, aber das bedeutet, wir müssen zusehen, dass wir den Zug kriegen, damit wir wieder Rohstoffe holen können, wenn wir da keine mehr haben auf Dauer. Achso, da waren noch so ein paar Karten drin. So, da geht es nicht voran, weil der Träger fehlt, ne? Der hat aber gerade was vom Band genommen. Okay, der wollte jetzt natürlich Kupferplatten da reinstecken. Was nicht so gut wäre, ne? Was hat er denn da vom Band genommen? Die Rohre hier? Da kommen gerade welche. Mal gucken, ob er das greift. Wahrscheinlich genug dran, ne? Weiß ich dann auch nicht. Ablegen kann er nicht. Wir müssen mal gucken, was hier unten abgelegt ist. 11 Motoren, okay. Das bedeutet 22. Das ist ja schon mal eisenbahnverdächtig, ne? Das heißt, wir brauchen nur noch 4 Stahlträger. Da waren keine mehr drin. Es werden keine Stahlplatten gemacht. Doch werden hier. Ach, die werden in den Öfen gemacht, hatten wir schon mal, ne? Aber ist nicht schlimm, dass wir das abgestellt haben. Weil die Stahlplatten müssen jetzt hier rein, ne? Da passiert's auch. Okay, und da ist er reingewandert und wieder produziert, ne? Aber, ich glaube, die können wir stilllegen. Erstmal. Brauchen wir nicht. Die Frage, was wir dann mal reduzieren sollten. Ich glaube, wir sollten ein bisschen Stein produzieren. Ein bisschen Mauern. Warte mal, hier unten waren noch mehr Steine, ne? Und die packen wir dann da rein.
Oh. 5 Ziegelsteine, ein Mauerstück, ne? Das ist nicht viel. Das sollte er jetzt mal lassen. Und was machen wir da? Erstmal soll er die einsammeln. Da ist auch unwahrscheinlich viel Kupfer auf der Reihe. Wo ist jetzt die Spule? Da unten. Spule ist gut, ne? Ist keine Spule. Ringware, würde ich jetzt mal sagen, ist das. Und was fehlt uns? Es fehlt irgendwie was Grünes. Wie? Er packt nichts ein. Das heißt, er hat keinen Platz mehr. So, jetzt nimmt er wieder vom Band ab. Gut. Panzerbrechende Munition haben wir mal gerade 3. Ja. Sieht alles gut aus, ne? Jetzt müssen nur grüne Tränke her, damit geforscht werden kann weiter. Für die Signale. Irgendwann wird es wohl leerer werden, denke ich mal. Er rattert ja wie bekloppt hier runter. Ach, ich glaube, das... Hier ist der Kupfer, ne? Den machen wir mal weg. Lass ihn mal so eine Munition machen, wenn es denn geht. Die brauchen wir jetzt erstmal. Sammelt er die auch ein? Ja. Und okay, da gehen mehr rein. Das ist auch schon mal gut. Rote Tränke sind genug da. Munition kommt da gerade eine vorbei, sehe ich. Kann er denn irgendwann absetzen? Sieht derzeit nicht so aus, ne? Obwohl, das wird weniger, meine ich. So, da kommen aber jetzt grüne Tränke rein. Dann geht's mit der Forschung auch weiter. Gut. Okay. Wenn es mit der Forschung wieder weitergeht, dann ist ja alles gut erstmal. Hier unten kommen die grünen Tränke auch vorbei. Der erste wird geschnappt und die Forschung geht weiter. Alles klar. Gut, aber dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.